Seit 2002 rocken die Jungs der Dreiecher-Band Inhuman zusammen. Gefunden haben sie sich ursprünglich durch ein Schulprojekt. Ihre Musik ist, wie sie sagen, Modern Rock. Je nach Stimmung mal härter, mal etwas ruhiger. Also unseren Musikstil würde ich einfach mal so beschreiben, wir machen genau das immer dann, was uns Spaß macht. Also ob das jetzt irgendwas Härteres ist, irgendwas Weicheres, wir machen immer gerade die Musik, wo wir uns denken, da habe ich gerade Bock drauf. Ja? Und so entstehen dann eigentlich auch immer unsere Lieder. An ihr erstes Konzert im Juni 2002 können sich die Rocker von Inhuman nur zu gut erinnern. Da waren wir tierisch nervös gewesen vorher. Wir haben uns auch überlegt, was richtig Cooles zu machen vorher. Da haben zum Beispiel Jonas und ich uns gedacht, wir könnten ja mal hier so in die Augenbraue so einen Strich reinrasieren. Das war total scheiße. War natürlich gar nicht so cool gewesen. Und obwohl der Pol erst 2006 zur Band dazugestoßen ist, haben wir trotzdem das erste Konzert zusammen erlebt, weil er nämlich in einer anderen Band gespielt hat und auch dort aufgetreten ist bei diesem riesigen Festival. Rock im Wald. Songschreiber der Band ist der 26-jährige Jonas. Als Englischlehrer ist es für ihn kein Problem, Songs zu schreiben, die nicht in seiner Muttersprache sind. Die Textideen dazu bekommt er aus dem täglichen Leben. Größtenteils hängt es natürlich von der Stimmung des Songs ab. Der Text muss zum Song passen und eigentlich muss es ja immer was sein, was mich gerade irgendwie beschäftigt. Das kann jetzt mal ein Thema sein, was mit dem großen Thema Überthema Beziehung und Liebe zu tun hat, kann aber auch mal sein, dass es ein etwas gesellschaftskritischeres Thema ist, wie bei Not Your Blood, bei unserer Single ist das zum Beispiel so, je nachdem, was mich gerade bewegt. Und da hören wir doch mal rein. Stolz ist Inhuman auf ihr neuestes Album, das vor 2 Monaten rauskam. Wir sind auf jeden Fall sehr stolz auf dieses Album. Das ist unser zweites komplettes Album. Und im Unterschied zum ersten sind wir unserer Auffassung nach einfach noch mehr gereift, so als Band, als Musiker. Die Songs sind einfach noch, die haben noch mehr zu erzählen, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und also einfach eine etwas tiefgründigere Scheibe und wir sind einfach sehr stolz, dass wir die so aufgenommen haben. Nach 10 Jahren Inhuman haben die Rocker aus Dreieich bestimmt Lieblingskonzerte gehabt. Bei der Frage, da erwartet man jetzt, dass man ein bestimmtes Konzert rauspickt. Aber so leicht wollen wir es uns gar nicht machen. Also wir finden diese Gemeinschaft, dass wir so als Freunde etwas zusammen erleben und etwas zusammen aufbauen, das ist unser schönstes Erlebnis. Also dass wirklich die letzten 10 Jahre im Gesamten, das ist das, was es ausmacht. Und genau deshalb sind die Jungs nun mit ihrer Into the Haze Release Tour quer durch Deutschland unterwegs. Oh my God.